Gewiss, es sind gewissermaßen Anzeichen einer gewissen Krise. Beim ersten FC Jungborn zu bemerken. Ja, lassen Sie Ihre Bemerkung, ja, bitte. Zu bemerken. Aber die Tatsache ist tatsächlich, dass wir von der C-Liga in die B-Liga, von der B-Liga in die A-Liga aufgestiegen sind. Und in 20 Jahren 367 Tore geschossen haben. Jawohl. Nicht wahr? Jawohl. Und vielleicht sind wir im nächsten Jahr in der Regionalliga und dann in der Bundesliga und... Gibt's noch was? Ja, gibt noch was. Möchte mal so sagen, wenn wir nächsten Sonntag gegen BC Lüsche verlieren, ja, steigen wir ab, sind wir wieder in der B-Liga. Ne? Ja, ja. Nur wer A sagt, muss auch B sagen können, nicht wahr? Ja, ne? Sag auch mal was. Sag auch mal was. Gut. Ja, das genügt, ja. Sonst noch jemand, bitte? Ja, Schnecke, du hast das Wort. Ja, also in meinem Frisiersalon, da sitzen immerhin 5 Damen, die möchten gerne unter die Haube. Und bei uns zu Hause, Chef, im Fotoatelier, wartet auch noch Kundschaft. Naja, die sollen sich gefälligst alleine fotografieren. Ich habe jetzt keine Zeit. Herr Wimplinger, ja, sind Sie als Kassenwart und Schatzmeister in der Lage, uns einen erschöpfenden Bericht hier zum Allerbesten zu geben? Ja, natürlich bin ich in der Lage, über die Lage zu berichten. Ja, und? Ja, die Lage ist nicht die Allerbeste. Ja, das wissen wir. Nein, ja, eher schon bedenklich, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Also, wir haben dem Bauern Butenbrink bisher 30.000 Mark für den Platz gegeben. Na bitte. Na, sowas nennt sich grüner Plan. Grüner Platz ist ein Sportplatz. Und jetzt sind die letzten 15.000 Mark fällig. Und das schon seit 2 Wochen. Ja, Willi, kann man denn nicht mit diesem Butenbrink reden? Nee, wenn es ums Geld geht, rede ich nicht, da kassiere ich. Also wie steht's mit der Finke? Herr Butenbrink, das ist aber nett, dass Sie kommen. Darf ich Ihnen was anbieten? Die 15.000, mehr nicht. Ah ja, mehr nicht? So, vielleicht ein Bier. Ich will kein Bier, ich will mein Geld. Aber nehmen Sie doch inzwischen Platz. Ja, den nehme ich mir meinen Platz. Ich gebe Ihnen noch eine Frist von 14 Tagen. Wenn Sie mir bis dahin das Geld nicht auf den Tisch legen, dann habe ich einen Schrotthändler an der Hand. Netter, freundlicher Mensch. Und er sucht einen Platz für seine Autopresse. Autopresse? Ja, ist ja ein bisschen laut, das Ding. Aber dafür sind die Autos vorher so und hinterher so. Ja, aber Moment mal, immerhin haben wir ja einen Vertrag. Ja, und zu dem stehe ich auch. Also noch 14 Tage Schonzeit. Viel Spaß noch. Dann hätten wir unsere 30.000 Mark völlig umsonst bezahlt. Was heißt hier unsere 30.000 Mark? Ich, Willi Kuckuck, habe diese 30.000 Mark mit Linse, Stativ und Blitzlicht aufgebracht. Ja, und mein Geld? Seid ich aufgebracht hier? Ich habe... Ach du, mit deinen lächerlichen 600 hätten wir ja nicht mal einen Gegner vernünftig bestechen können. Ja. Und was ist mit den Spenden aus meiner Schlachterei? Was für Spenden? Na, die Koteletts für die Spieler. Koteletts? Ich verstehe immer Koteletts. Wenn ich deine Koteletts meinem Hund vorwerfe, dann beißt er mich. So, und wenn ich meine Frau von dir frisieren lasse, muss ich sie vorher von Willi fotografieren lassen, damit ich sie nachher wiedererkenne. Da kann ich ja nur lachen. Auf den Bildern von Willi erkennt sich sowieso kein Mensch. Das lasse ich auf meinem Chef nicht sitzen. Bleib sitzen und halt dich da raus. Du verstehst ja vom Fotografieren noch weniger als vom Fußball. Dazu sage ich als Trainer, weniger als du kann man noch gar nicht davon verstehen, Willi. Trainer, ich höre immer Trainer. Eine Träne bist du, eine ganz bittere. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Das ist eine Beleidigung. Ich verlange den sofortigen Rücktritt des Vorstandes. Und ich verlange mein Geld zurück. Und ich sage Entschuldigung, der Kopf ist meine Lebensmutter. Ich habe leider eine neue Glocke. Man kann ja eine Slinger nicht verstehen. Aber bei mir hat sie jetzt gegeben. Das ist ja kein Fußballverein. Das ist ja ein Irr. Aber, liebe Sportfreunde, streiten wir doch nicht um irgendein Bart. Fest steht doch nur, wenn wir in 15.000 Tagen die 14 Mark nicht zusammenkriegen. Aber was erzählst du? In 14 Tagen die 15.000 Mark nicht zusammenkriegen, dann können wir die Luft aus unserem Fußball rauslassen und einen Tischtennisverein gründen. Aber wir werden kämpfen per Aspirin ad Asthma und wir werden Erfolg haben, sobald ich Kuckuck heiße.